Wir schreiben das Jahr 295 AC. Die sieben Königlande stehen vor einem weiteren großen Krieg. Tywin Lannister, seines Zeichens 53 Jahre, erhebt sich gegen Robert Baratheon, König der sieben Königslande, einarmiger Bandit, Mann von eingesperrten Frauen seit Ewigkeiten. Der lässt seine Frau einfach da verrecken. Das ist dem scheißegal. Der könnte sie freikaufen. Denkt sich so, nö, aus Prinzip nicht. Die soll da wegbleiben. Gefällt ihm eh viel besser, kann er rumhuren. So. Aber nichtsdestotrotz. Wir haben 184.000 Verteidiger. Digga, wo kommen die ganzen Soldaten her, Alter? Schau das jetzt erstmal ganz. Schau das jetzt erstmal an. Okay, also folgende Sachverhalt: 185.000 Verteidiger. Ohne uns, wir sind noch gar nicht mit beigetreten. Wir werden jetzt mit beitreten, wahrscheinlich auf seiner Seite. Er ist unser Freund. Ja, ich möchte das auch ein bisschen realistisch spielen. Wir würden ihn niemals verraten. Wobei ich rein theoretisch sagen muss: unser eigentlicher Freund hatte immer zwei Arme. Er hieß nicht König Robert der Einarmige, er hieß König Robert der Zweiarmige. Egal. Wir haben auf unserer Seite die Tyrells, die Dornischen. Wir haben, ja natürlich, Stannis, seinen Bruder unterstützen, auch die Flusslande, das Tal. Viele kleine Häuser sind hier natürlich dann auch noch mit dabei. Ist ein bisschen kreuzzugtechnisch. Auf der Gegenseite haben wir natürlich Tywin Lannister. Gut, danke für nix. Tywin Lannister. Ansonsten viel Kleines. Ne? Also nicht diese großen Häuser, viel kleine Häuser. Und wir stellen uns auf die Seite des Eisernen Throns. Und damit die Anzahl der Soldaten auf 200.000. Und ich muss sagen, ich habe ein bisschen Problem, weil scheinbar sogar einzelne Rebellen aus meinen eigenen Ländereien mit dabei sind. Das finde ich jetzt nicht so toll. Ich kann so kurz ein bisschen Geld zahlen. Alte. Gib mal Kohle. Wir sind halt schwach. Wirklich, muss man wirklich sagen, wir sind halt schwach. Wir sind eines der schwächsten Königsländer, also eines der schwächsten Königshäuser. Eines der schwächsten Häuser, was das Militärische angeht, eigentlich. In ganz Westeros. Das muss man wirklich, wenn man mal anguckt, sowas wie die Lannisters mit sowas wie die Tyrells zum Beispiel. Wenn ich sie finde heute noch. Gott, ich bin hier. Hier, 23.000. Wobei, so stark sind die alle gar nicht. Okay, ich dachte, dass wir die Schwächsten sind. Aber sind wir gar nicht. Gut, wir werden jetzt unsere Armee erstmal ausheben. Und wir müssen uns natürlich um unsere eigenen Probleme kümmern. Und die liegen hier. Deswegen werden wir jetzt hier unsere Armee ausheben. Ihr braucht hier gar nicht abhauen eigentlich. Machen sie aber trotzdem. Gehen wir aber direkt und belagern dann mal die Hauptstadt. Jetzt hätte man zum Beispiel diesen Fokus gebraucht, dass wir im Krieg weniger zahlen. Beziehungsweise mehr Steuern bekommen. Und es gibt eine weitere Fraktion gegen unseren König. Natürlich, das ist, klar, wenn du schon einmal in der Scheiße bist, dann bleibst du auch in der Scheiße. Und es ist halt auch relativ zerstritten hier in vielen Gebieten. Also auch hier, Haus Tully schafft es ebenfalls nicht da, das Innere zusammenzuhalten. Und hier gibt es ein bisschen Meinungsverschiedenheiten, ne? Kleinere Häuser haben sich auf die Seite der Rebellion geschlagen. Und wie das so ist, wie gesagt, das wäre für uns äußerst dramatisch, würden wir diese Rebellion verlieren. Das wollen wir nicht an sich. Was wir allerdings wollen, rein theoretisch. Wir haben welche, okay, gut. Wir haben Katapulte. Was? Station besiegt? Also, nee, alles gut. Dann würde ich sagen, wir greifen hier sogar gleich mal an, weil wir. Hä? Jetzt hat. Seht ihr fast keine Leute drin. War jetzt relativ einfach. Haben sogar ein bisschen Beute gemacht. Muss ich das jetzt auch noch belagern? Tatsache.
Gab schon erste Schlachten, 10.000 Mann auf unserer Seite sind schon mal weg. Oh Gott, da gab es also wirklich jede Menge Schlachten. Wir sehen natürlich nicht genau, was die Endergebnisse waren, aber am Ende vom Tag haben wir um die 10.000 verloren. Die Lannisters haben um die 17.000 verloren, also schon mal doch besser für uns aktuell ein bisschen. Gibt es 13, na, ist nicht so viel. Aber gut, wir haben die schon mal komplett belagert. Noch irgendjemand in unserem Reich, der hier Stress macht, aber die... Ja, doch, hier tatsächlich, die da oben. Der Rest, auch nicht, da oben, also ganz oben im Norden, an der Mauer auch vor allem. Sehr viele, die sich hier der Rebellion angeschlossen haben. Warum wohl, die sind doch eigentlich... Naja, wir werden schon wissen, was wir machen. Das wäre da auch erstmal unsere Aufgabe, trotz allem vielleicht uns um die eigenen Probleme erstmal zu kümmern. Aber wir gehen mal kurz da unten mit hin. Und euch schicke ich trotzdem mal nach Norden. Und die Lannisters, oh Gott, das ist so ein richtig krasser Flickenteppich gerade, ne? Ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll, dass wir so einen krassen Flickenteppich haben hier. Ich meine, klar, man sieht es hier schön, wer alles beteiligt ist an dem Ganzen, ne? Und man sieht auch wirklich, dass sich viele raushalten, weil sie sich so denken, nee... Was ich jetzt aber noch cool fänden würde, wenn dann zum Beispiel jetzt hier noch später Häuser beitreten auf irgendeiner der Seiten. Weil ich weiß, es gibt's. Das ist im ersten Rebellion, ist es ja mit den Lannisters so. Vielleicht gibt's ja hier diesen Trigger auch noch. Mal gucken, wir schauen mal. Schicken unsere Armeen jetzt erstmal zu unterschiedlichen Orten. Die gehen nach Süden. Und Lord Brandon of the Last Lands ist ein guter Mann. Aber die feindliche Seite ist auch sehr gut. Außerdem haben wir mehr Truppen. Und deswegen sollten wir diese Schlacht auch gewinnen. Wir besitzen nur ein Forest Gate. Also das war... Ja, das war noch das, genau. Von Mirkwood. Die Schlacht geht auf alle Fälle auch an uns. Meine Frau ist mal wieder schwanger. Ist aber schon 30 langsam, also sie sollte sich langsam beeilen. Mit dem ein oder anderen nützlichen Kind. Ansonsten kann die nicht mehr für ihre Sicherheit garantieren. Weil wir sind leider Ned Stark der Ehrenwerte, ne? Da ist nichts mit neue Frau mal eben. So gerne man das auch machen würde. Belagerung hier oben läuft. Gibt natürlich auch nochmal ein bisschen Geld, was wir natürlich auch brauchen. Die Schlacht haben wir deutlich gewonnen. 700 Mann verloren, 600 Mann verloren. Deutlich gewinnen ist was anderes. Können 11 Kriege erklären. Ach so, das ist wegen... Hä, das macht jetzt aber kein... Ach so. Aha. So ein Ding ist das. Sind ja Ratten. Ich dachte, dass die irgendwie mitkämpfen, aber die haben sich irgendwie neutral erklärt. Diese Hundsöhne, um die müssen wir uns noch kümmern später. Das könnt ihr mir aber glauben. Außer das geht dann automatisch später. Müssen wir halt mal gucken. Warum ist das Supply Limit hier auf 0? Hat das eigentlich einen Sinn? Da oben ist gut, aber da unten gibt es ja gar nichts. Warum nicht? Ist da das Problem mit dem Supply Limit? Supply Limit ist increased bei 2005. Das ist ja null. Warum? Hä, the Borg? Ach, das ist so Sumpfland. Ach so. Und in Sumpf gibt es nichts zu essen. Dann machen wir es anders. Gehst du einfach mal dorthin. Einfach mal, ja, sagt sich so einfach. Ich verstehe zwar jetzt nicht, warum wir da Verschleiß erleiden, weil es eigentlich... Komm, egal, dann geht dort oben erstmal hin. Belagerung hier läuft. Oh, da gab's... Oh, da hat er aber mal richtig auf die Schnauze bekommen. Eieieiei. Wo sind denn die Lannisters? Wo sind denn ihre Truppen? Aktuell hier im Süden waren sie irgendwo. Ah!
das ist ja hier ein Aufräumen. Alter, die machen wirklich alles kalt hier. Oh, oh, oh. Ich glaube, es könnte jetzt hier relativ große Schlacht geben. Wir sehen hier 50.000, 80.000 Mann circa von der Lannister-Armee gegen 150.000 bis 200.000 Mann von... Ich bin dabei. Oh, yo. Alles klar. Ich kämpfe hier mit. Nebenbei erwähnt. Ja. Ja, stimmt. Ich bin ja sein Hofhund. Natürlich kämpfen wir hier mit. So. Ja, ich denke mal, das Ding ist ein Sieg. Kann ich mich kurz wegklicken? Ich würde gerne die Schlacht anklicken. Danke. Ja, das wird ein deutlicher Sieg. Also, das wird ein richtig deutlicher Sieg. Ei. Jetzt geht es halt darum, möglichst viele zu töten. 72.000, also sie haben über die Hälfte ihrer Truppen verloren. Hier oben gibt es die nächste Schlacht, den nächsten entscheidenden Sieg. Oh, es wird auch nicht viel besser. 64.000 Mann leben nur noch gegen 180.000. Also nur mal zum Vergleich, wir haben jetzt quasi dreimal so viele Truppen wie die Lannisters. So, wir teilen uns jetzt hier einmal kurz auf. Wir sind übrigens hier so Mondkreise oder so. Da sind Aliens mal gelandet. So, ihr macht euch auf den Weg. Jetzt mal ganz entspannt dorthin. Die Belagerung haben wir hier gewonnen. Danach müssen wir dort noch hin, glaube ich. Yes. Und vor allem, wir haben jetzt auch nicht so viel Schulden aktuell. Das hält sich noch relativ stabil. Yay, juhu, noch eine Tochter. Geil. Meine geliebte Frau schenkt mir eine Tochter nach der anderen. Ich freue mich so sehr. Kurze Frage. Male Preference. Heißt, basically, wir können auch Frauen haben. Male only wäre das Schlechtere. Aber ist natürlich nicht ideal. Aber was willst du machen halt in unserer Situation? Wir haben nicht wirklich viele Möglichkeiten. So, die sind hier ein bisschen am Belagern. Taugt mir auch nicht so richtig, aber was willst du jetzt hier gerade machen? Oh, Dorne ist auch sehr umstritten. Die haben sich zwar generell auf unsere Seite gestellt, aber zum Beispiel Ironwood ist ja trotzdem auch ein Herzogtum gewesen. Haben aber kaum mehr Soldaten. Haben aber ursprünglich mal 6.000 gehabt. Viserys hat sich geschworen, den Tod von Davos zu rächen. Was für Viserys kämpfen die mit? Sind die Targaryens mit anwesend in diesem Duell? Nö, ich glaube nicht. Ich kann die Allies nicht anklicken, die gibt es nicht mehr. Er hat keine Allies mehr. Er hat auch fast keine Soldaten. Na, jetzt hat es. Okay. Red March. Iron Islands. Ah, die hässlichen Gestalten. Also ich sehe jetzt nicht, dass Haus Targaryen hier mit drinne stecken würde. Da sind sie, die Targaryens. Die sind aber aktuell nicht in irgendwelche Kämpfe beteiligt. Haben aber noch 8.500 Mann. Also trotz allem ist mit denen zu rechnen. Auch jetzt noch. So, die haben wir uns komplett geholt. Dann auf dorthin. So, ja. Wir holen uns nochmal den Claim. Die Eiseninseln, denke ich mal, können wir jetzt auch problemlos angreifen. Oh. Er ist gestorben. Möge er in Frieden ruhen. Und jetzt herrscht tatsächlich Stannis Baratheon. Hätte ich nie gedacht, dass ich mal einen Stannis the Mannis auf dem Thron sehe.
Wie wird sich das jetzt auf die Rebellion auswirken? Denke mal erstmal kein großer Unterschied. Er hatte wenigstens noch beide Arme. Admiral of the Iron Throne. Ja, okay, gerne. Ich als alter Nordmann, ich bin ein hervorragender Admiral. Nicht? Aber wenn er meint, er will mich zu seinem Admiral machen, dann bitte, dann sei es so. Das Ding muss man, glaube ich, noch belagern, oder? Das ist manchmal ein bisschen schwierig zu sehen, aber ja, es ist dieses Ding. Es ist ein kleines Fort. Hinfort mit dir. Haben echt nicht genug Männer, das Ding zu belagern. König Stannis ist dem Krieg beigetreten. Allianz ist ausgelaufen mit Robert. Und unser Freund Robert ist gestorben. Ja, meine Güte, seine Herrschaft war kurz. Mal gucken, was Stannis jetzt so vorhat. Wir sind natürlich auch wieder hier mit dabei in der Armee. Im Großen und Ganzen schaffen es die Rebellen halt auch nicht wirklich, da jetzt irgendwie eine Offensive mal aufzustellen. 47.000 zu 190.000 Mann, damit kannst du, so realistisch muss man schon mal sein, eigentlich auch keinen Krieg gewinnen. Aber auch schön zu sehen, dass die auch, glaube ich, selber untereinander zerstritten sind. Die 10 Türme mit Lord Siegfried von Haus Harla halten sich nämlich raus aus dem Ganzen. Aktuell. Und wir werden jetzt erstmal hier kurz Einkommen im Krieg um 10% erhöhen. Ist immer noch ganz leicht im Minus. Ist aber nicht so problematisch. Kurz dort oben hin. Vielleicht können wir mal einen Gefangen nehmen. Ah ja, wir haben sogar ein paar Gefangene. 10 dort. Und 10 dort drüben. Macht 20, gibt uns wieder fast ein Jahr lang Einkommen. Okay, nochmal 10. Jetzt haben wir sogar über ein Jahr, wo wir auskommen. Bevor wir in die roten Zahlen rutschen. Da ist noch ein Fort. Das haben wir jetzt komplett belagert. Dann auf dorthin. Und du gehst dorthin. Kriegst sogar noch einen Kommandanten mit dazu. Mein Bruder, Lord Benjen. Darf ich dem Ganzen annehmen? Was möchtest du denn du jetzt hier? Haben wir hier sehr viele Leute an unserem Hof. Viele sind gute Leute, die uns auch weiterbringen. Aber es gibt dort auch hin und wieder Leute, die halt einfach uns allen auf die Eier gehen. Minus 1% Einkommen. Es ist viel, macht 0,3 aus, ne? Denkt man gar nicht eigentlich, ne? 1% Einkommen, was ist das schon? 0,3. So. Ja. Denkt man gar nicht, ne? Okay, dann hat die Provinz auch komplett besetzt. 30 gibt es hier sogar. Und nochmal 10. Damit haben wir eigentlich den Norden, wenn ich das jetzt soweit richtig sehe, im Griff. Im Süden läuft es bei den anderen nicht ganz so toll. Aber das ist nicht mein Job. Das könnt ihr unter sich ausmachen. Wir könnten tatsächlich noch hierhin segeln mit dem Schiffchen. Gibt es hier was zu plündern? Würde sich das lohnen? Nee. Nee, lohnt sich nicht. Dann gehen wir sogar noch einen Schritt weiter und lösen die Jungs auf. Machen wir sogar Plus. Sansa Stark wird Jaspers Mündel. Jasper ist ein akzeptabler Krieger. Bleibt auf alle Fälle unserer Kultur. Das ist schon mal wichtig. Wird allerdings einen anderen Glauben annehmen. Und den möchten wir ja an sich nicht. Ne? Wir möchten die alten Götter behalten. Das gefällt natürlich den Südländern nicht, aber die können nicht alles bekommen, diese Südländer. Lord Haddon und noch ein Lord Talma sind noch unserer Seite beigetreten. Das ist auch schön, die mehr. Ja, gab schon wieder irgendwo eine Schlacht. Kurz gucken, wo die Emilien sind. Ah, hier, da ist die Schlacht. Es ist ja jetzt an sich hier nur, man macht quasi das kalt, was jetzt hier quasi rumliegt. Es gibt hier nochmal, das sind nochmal 25, knapp 30.000. Mann, das ist fast die komplette restliche Armee, die die Lannisters zur Verfügung haben. Und die bekommen es hier natürlich auch wieder
Ja, 140 zu 20.000. Ey, schau dich das mal an. Ja. Das ist, ja, der Wille war da. Es mag ja sein, dass es manchmal besser läuft. Aber in dem Fall liebst du die Lannis, das ist richtig schlecht. Das ist auch schon 60%. Seit 3 Jahren läuft der Krieg auch schon. Das ist natürlich auch eine übelst lange Zeitspanne, trotz allem, ne? So, wir haben jetzt die Möglichkeit, uns mit Lord Raymond zu befreunden. Und ganz ehrlich, warum nicht? Unser letzter Freund ist gestorben. Nutzen wir doch mal die Gelegenheit, einen neuen zu finden. Lord Gorman of Ellenwatch has accused my vassal, also hat unseren Vasallen dort Willis, einer Affäre bezichtigt. Dramatisch, dramatisch. Sehr, sehr dramatisch das Ganze. Da sind 17.000 Lannisters, die chillen einfach da. Hallo? 22.000 Lannisters, die da am Chillen sind. Was macht ihr denn eigentlich hier? Belagern aktuell? Wichtigste ist halt einfach nur, dass die Hauptstadt... Das ist doch die Hauptstadt hier, ne? Ja. Dass die Hauptstadt, The Red Keep, dass die halt einfach safe ist. Gott, was ist denn mit ihm passiert? Der hat ein Auge verloren. Oh Gott, das wäre halt echt schlimm, wenn der auch noch stirbt. Aber wenn der auch noch stirbt, dann erbt er Prinz Burren. Und das ist ein Junge, der wird das Reich niemals zusammenhalten können. Da kann auch ich nicht für seine Sicherheit sorgen. So gerne ich es natürlich dann auch würde. Aber das wird da nichts. Im Hintergrund, also wirklich auch wunderschöne Musik. Und jetzt gibt es hier die nächste Schlacht. Die rennen weg, aber ein Großteil der Armee wurde hier leider erwischt. Und wir sind gestorben. Wir sind gestorben in der Schlacht. Wir wurden getötet von Lord Baron of Tiller. Jetzt übernimmt Lady Sansa den Thron. Oh Gott im Himmel. Das wird lustig. Oh. Ja. Meinung von Vorgänger wäre sehr gut, das rettet uns hier ein bisschen den Arsch. Kann ich hier wirklich auch nicht anders sagen. Die Meinung des Vorgängers war super und das ist das, was uns den Arsch rettet. Lord Roos, ich hoffe, du bist weiterhin uns gut gesonnen. Wobei ich ja das nicht glaube. Wir brauchen hier einen guten... Oh Gott. Ich könnte aber hier rein theoretisch jemanden nehmen mit Ruhm. Wo bist du denn jetzt aktuell zugeteilt? Ah, hier, ne? Nimm ihn. Lord Rorg. Rorg, Roge. Lord Roge. Ja, wir sind nicht bedingt, wir sind 14, Alter. So, vor allem das Wichtigste ist matrilinear. Ansonsten würde das quasi dafür sorgen, dass wir unseren eigenen Titel verlieren. Das wollen wir nicht. Da nehmen wir... Ich weiß nicht, wir schauen mal, was es so gibt. Übrigens, im Hintergrund läuft, wie heißt denn das Lied nochmal? Jenny of Allstone. Jenny of Allstone heißt es. Ist es wieder eingefallen. Gab es auch in der Serie, kam da quasi vor, ist ja, glaube ich, in der letzten Staffel haben sie es gesungen. War Podrick, der das gesungen hat. In der englischen Fassung übrigens wunderschön, muss ich wirklich sagen. Was jetzt suchen ist jemanden mit Traits. Altersunterschied sollte maximal 5 sein. Vielleicht sogar 10. 10 ist noch okay. Eddard Amber. Eine robuste Sau. Gibt uns eine Bündnis natürlich mit den Ambers. Bin übrigens deren Lehnsherr. Nur fürs Protokoll. Genie. Intelligent. Intelligent, nicht Genie. Der mag uns aber nicht, blöder Junge. Ah, den falschen Glauben, aber das können wir ändern, rein theoretisch. Die dürfen nicht... Die müssen ein gutes Alter haben. Und ich glaube, dass der Junge das Beste für uns ist.
Wobei, wir sind in 2 Jahren zeugungsfähig. Vielleicht doch lieber den anderen nehmen. Ihn hier? Nicht ihn hier. Den hier. Den Balda. Hat auch gleich den richtigen Glauben, richtige Kultur. Hat akzeptable Steadies. Ist 19, das heißt, er kann direkt loslegen. Mit 16 direkt in die See stechen. Ja. Und dann sehen wir in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Viele sagen, müssen natürlich auch aufpassen, kann natürlich sein, dass es jetzt eine Rebellion gegen uns gibt. Müssen gucken, wie die Rebellion hier ausgeht. Oh, viele Fragen, wird spannend. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns nächste Folge wieder. Macht's gut. Tschüss.